Herzlich willkommen auf meinem Kanal Künstlerstreich. Ich möchte heute was mit Papier machen. Also das habe ich mir hier schon hingelegt. Das sieht auch interessant aus, finde ich. Also wenn man das schon so hinlegt, hat das schon so eine tolle Form. Da kann ich schon überlegen, was ich noch damit machen kann. Wir benutzen das heute nur wieder für die Struktur, aber es inspiriert eben. Wie kleben wir das Papier auf die Leinwand? Das müsstest du eigentlich schon wissen. Genau, und hab einfach Spaß dabei. Also nutze doch die Gelegenheit und schmeiß die Farbe darauf. Das befreit dich so sehr. Das macht doch schon den ganzen Arbeitsweg inspirierend, befreiend, herrlich, die Farbe einfach zu verteilen. Bei einer größeren Fläche ist es ein bisschen schwieriger, finde ich, das Papier auch raufzukleben. Aber so schnell trocknet die Farbe auch nicht. Also ein bisschen Zeit habe ich hier. Erstmal hin, dann drücke ich das überall so ein bisschen drauf. Kann ich das auch noch so ein bisschen schieben und ziehen, sodass ich dann die Knicke so schön habe. Und jetzt reißt es mir hier schon fast. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber selbst wenn da ein paar Löcher nachher drin sind, das gibt wieder tolle neue Strukturen, also das macht dann gar nichts. Die Kanten schneide ich dann immer einfach mit der Schere ab und lege die dann nochmal so um, klebe die auch einfach mit der Farbe fest. Das klappt ganz gut. Hier ist ein Loch entstanden und hier ist die so perforiert, da habe ich jetzt so eine Linie. Aber es macht nichts. Jetzt streiche ich das einfach nochmal über und klebe auch die Knicke so ein bisschen fest. Komm mal mit, ich zeige dir das mal von ganz nah. Schau mal. Also die Farbe einfach drauf streichen, so ein bisschen unter die Kanten wischen und dann wieder ein bisschen festdrücken. Hier ist es zwar kalt, aber windig und damit trocknet das auch ganz gut. Und in der Zwischenzeit trinke ich Kaffee, natürlich, aber ich mische mir auch die Farben eben an. So, jetzt ist es noch ein bisschen klamm, aber ich fange jetzt einfach an. Bringen wir erstmal ein bisschen Sonne wieder in den Herbst hinein. Einmal Sonne bitte. Du kannst natürlich auch schon eine bemalte Leinwand nehmen und da das Papier drauf kleben. Das hat ja auch wieder was Befreiendes. Und ja, man sieht die Struktur drunter nicht so doll. Deswegen das Papier, das eignet sich gut. Dieser Rostton, ich liebe den. Das ist so schön, so eine Herbstfarbe, finde ich. Und sich das auch anzuschauen, also nimm dir die Zeit, genieße das, schau dir das an, was passiert. Und ja. Und jetzt einfach spielen mit den Farben. Zieh die ein bisschen aneinander, guck, was passiert, lass sie in die Tiefen reinlaufen, die Farbe. Und ja, lass dich inspirieren von dem, was da passiert. Also mehr mache ich auch nicht. Sieht nur immer so aus, als wüsste ich, was ich tue. Nein, ich genieße das. Ja, und wenn du es halt gerne in hellen Farbtönen magst, kannst du einfach zwei Farben dir aussuchen und damit die Fläche bemalen. Und ja, auch schon so stehen lassen, wenn du die Farbtöne magst und das bei dir hineinpasst. Mach es einfach ganz unkompliziert. Mach es und hab Spaß, mehr nicht.
Ich will jetzt noch ein bisschen, die hat noch eine weitere Schicht auftragen. Die Farbe ist so gut wie trocken und ich gebe da jetzt eine andere Farbe dazu und lass mich weiter auf die Malerei ein. Wow, was für ein Spiel hier auf der Leinwand. Ich habe die Gardine mal wieder weggezogen. Ja, toll. Und die Farben, man sieht hier ganz schön, die Farben sehen immer wieder unterschiedlich aus, je nachdem, wie der Lichteinfall da drauf ist. Ja, ich lasse das jetzt so. Und es war ein sehr schöner Malprozess. Ich bin so ein bisschen von dem Herbst in diese Rosttöne, Metalltöne. Ich liebe das. Ich liebe diese Farbkombi. Und das sind eben tolle Effekte über das Papier, über die Struktur, aber auch mit dem Pinsel dann eben entstanden. Ja, es hat viel Spaß gemacht. Die Schichten und Strukturen und die Farben und damit zu spielen, das macht einfach total viel Spaß.
So, jetzt gehen wir beide noch mal ganz kurz in den anderen Raum, schauen dann noch. Da bereite ich gerade noch mal ein paar Leinwände vor. Die Sonne scheint durch das Dach ganz leicht. Ist auch immer ein schönes Licht hier, finde ich. Arbeite ich auch sehr gerne. Und ja, schön, dass du dabei bist. Freue ich mich. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du auf meinem Kanal bist, hier bis hierhin geschaut hast. Und hier gebe ich dir immer nur noch mal einen Tipp. Im Buch steht halt was auch über Strukturen und Alufolie und all sowas findest du in dem Buch, wie ich dir jedes Mal sage. Ich nutze das immer gerne nochmal, um hier auch Danke zu sagen. Danke dafür, dass du hier bist, dass du mir immer wieder einen Kommentar unter das Video schreibst. Da bin ich dir sehr, sehr dankbar für. Das ist so, das bestätigt mich einfach auch in meinem Tun hier und füllt das Ganze mit Leben. Und sonst wäre es doch sehr eintönig, sage ich mal, von meiner Seite her. Also Dankeschön, danke auch für dein Like, für dein Abo. Vielen, vielen Dank, dass du hier bist und diese Gemeinschaft durch dein Sein hier so bereicherst. Also mach's gut, hab einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss.